betritt, damit Recht über ihn und seine Taten gesprochen werde, da steht eigentlich schon fest, er wird länger, viel länger im Gefängnis sitzen als fast alle anderen Mörder. Es gibt ja schon an diesem ersten Verhandlungstag für seine Richter keinen Zweifel daran, dass Olaf Däther innerhalb von nur 10 Tagen 5 Frauen ermordet und eine 6. beinahe ermordet hat. Kaltherzig, heimtückisch und aus Habgier. Die Richter wissen, seine Opfer waren alle über 80 Jahre alt und lebten allein. Arglos und zutraulich haben sie Olaf Däther die Türen ihrer Wohnungen geöffnet und ihn hereingebeten und mit ihm geplaudert, weil sie ihn ja kannten als den großen Teddybären vom Pflegedienst. Und er hat sie gefoltert und beraubt. Rafael, ich stand kurz vor meiner Pensionierung und dann ereignete sich dieser Fall. Olaf Däther war sicherlich der größte Fall in meiner ganzen dienstlichen Tätigkeit. Ein derartiger Fall hat ganz hohe Seltenheit in der Rechtsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern, dass wir Ähnliches schon einmal bei einem unserer Landgerichte gehabt hätten. Der Fall Däther war außergewöhnlich in vielerlei Hinsicht. So einen habe ich vorher nie bearbeitet und hinterher auch nicht wieder. Es handelt sich bei Herrn Däther um einen Menschen, der sehr mitleidlos ist. Herr Däther hat im Wesentlichen Mitleid für sich selbst. Deswegen war er auch zum Teil von Tränen ergriffen, allerdings in Bezug auf seine eigene Person und sein eigenes Schicksal, nicht aber in Bezug auf andere. Er hat mich gequält, weil ich sollte ihm sagen, wo das Geld ist und sonst nichts. Im Grunde genommen dürfte er gar nicht mehr rauskommen, nach so einer Tat. Nach so einer Tat nicht, also beim besten Willen. Dass Olaf Däther nicht noch mehr Menschen ermordet hat, ist mit einiger Sicherheit der Zähigkeit und dem Überlebenswillen dieser Frau zu verdanken. Martha Neubauer ist jetzt 89 Jahre alt und lebt in einem Altenheim. Sie ist ein bisschen vergesslich geworden. Aber was Olaf Däther ihr vor 7 Jahren angetan hat, das wird sie wohl nie vergessen, weil es so brutal, so schmerzhaft und so entwürdigend war. Dazu passt so gar nicht, was Däthers Anwalt auf einer Pressekonferenz über seinen Mandanten sagte, während Martha Neubauer mit 3 gebrochenen Rippen, einer Schädelprellung, einer Platzwunde und diversen Blutergüssen im Krankenhaus lag. Ich würde ihn als gutmütigen Menschen bezeichnen, was im Anbetracht der Vorwürfe vielleicht etwas schwer wiegt, aber naiv. Er ist ein Mensch, der auf der Suche nach Zärtlichkeit ist, was ihm allerdings möglicherweise zum Verhängnis wurde. Das erste Opfer des angeblich gutmütigen Menschen war Lisbeth Nägler. Als er ihr zum Verhängnis wurde, da war er auf der Suche nach Geld und bereit zu töten, um welches zu kriegen. Die verwitwete frühere Sparkassenangestellte war damals 87 Jahre alt. Eine aktive, lebensfrohe Frau, die immer noch mal Reisen unternimmt, sich für Politik und Fußball interessiert und sich freut, dass sie 2 so wohlgeratene Kinder und 4 ebenso wohlgeratene Enkel hat. Jeden Morgen kommt jemand vom Altenpflegedienst des Arbeiter-Samariter-Bundes, kurz ASB, hier in ihre Wohnung in Bremerhaven-Leerheide. Hauptsächlich, um ihr beim Anziehen der Stützstrümpfe zu helfen, die sie seit einiger Zeit tragen muss. Und als ASB-Mitarbeiter kennt sie eben auch Olaf Däther, diesen großen, dicken Mann, den manche der ASB-Patientinnen fast liebevoll Teddy nennen. Und den andere überhaupt nicht mögen, weil er sie so rumkommandiert. Däther kommt nicht morgens an diesem 5. Juni 2001, sondern abends gegen 8:30. Er hat vorher angerufen. Irgendwas sei mit Lisbeth Näglers Hausnotrufanlage nicht in Ordnung, hat er gesagt. Und er müsse das mal überprüfen. Das tut er dann auch. Oder er tut jedenfalls so, als täte er es. Und nach der angeblichen Überprüfung scheint der Apparat auch zu funktionieren. Da ist er wieder. Lisbeth Nägler bittet den anscheinend technisch versierten Mann vom ASB, wo er nun schon mal da ist, doch mal nachzugucken, ob man nicht in ihrem Schlafzimmer ein zusätzliches Telefon anschließen könnte. Däther tut ihr den Gefallen. Und dann zieht er eine Frottee-Socke über seine rechte Hand, weil er sich Speichel von alten Frauen ekelt und begeht seinen ersten Mord.
Bei Negler haben wir ein eindeutiges Bild, mechanisches Ersticken, und zwar vom Mechanismus her durch Bedecken der äußeren Atemöffnungen und Zusammendrücken des Brustkorbs. Wir haben das festgemacht anhand der Verletzungen in der Umgebung von Mund, Nase, am Brustkorb und insbesondere durch die sogenannten Stauungsblutungen oder auch Erstickungsblutungen. Lisbeth Neglers Leiche wird erst am nächsten Tag gefunden, von ihrer Pflegerin, die ihr mit den Stützstrümpfen helfen will. Der herbeigerufene Arzt merkt nicht, dass Lisbeth Negler schon vor vielen Stunden gestorben ist. Auf dem Totenschein kreuzt er an, es gebe keinerlei Anzeichen für einen nicht natürlichen Tod. Rechtsmediziner Klaus Püschel stellt 10 Tage später schon auf den ersten Blick bei der äußeren Besichtigung von Lisbeth Neglers Leichnam vor der Obduktion fest, dass der Tod alles andere als natürlich war. Die Abschürfungen und großflächigen Blutergüsse sprechen eine deutliche Sprache. Und die für Ersticken typischen punktförmigen Blutungen in Augenbindehäuten, Mundschleimhaut und Gesicht sind eigentlich nicht zu übersehen. Von früheren Besuchen bei Lisbeth Negler weiß Olaf Däther, wo die alte Dame ihr Geld aufbewahrt. In einem Sideboard im Wohnzimmer findet er 200 Mark. Und weitere rund 100 nimmt er aus dem Portemonnaie in der Handtasche, die an einem Sessel hängt. Um die 1000 Mark hatte er sich erhofft, erzählt er später der Polizei und vor Gericht. Olaf Däther ist am 25. September 1969 in Bremerhaven geboren worden, unehelich. Seinen leiblichen Vater lernt er nie kennen. Aber kurz nach seiner Geburt heiratet seine Mutter den gelernten Vulkaniseur Alfred Däther, der sich später zum Krankenpflegehelfer hat umschulen lassen, und der adoptiert das Kind. Alfred Däther ist mittlerweile Rentner. Er ist schwer herz- und nierenkrank. Seine Frau Veronika leidet an multipler Sklerose und ist erblindet. Über die Kindheit ihres Sohnes wissen die beiden nichts Besonderes zu berichten. Ganz normales Kind gewesen. So nett, freundlich. Olaf Däther wächst in geordneten kleinbürgerlichen Verhältnissen auf. Er ist durchschnittlich intelligent und macht den Realschulabschluss. Schon damals will er Krankenpfleger werden, aber er findet keinen Ausbildungsplatz. Deshalb geht er für 8 Jahre zur Bundeswehr und lässt sich da zum Sanitäter ausbilden. Er macht eine kleine Karriere bei der Sanitätseinheit der Kaserne in Cuxhaven-Altenwalde. Am Ende ist er immerhin Oberfeldwebel. Ihm hat das Spaß gemacht bei der Bundeswehr. Vorher kam man sich mit den Leuten auch gut zurecht. Die mussten das akzeptieren, dass er Vorgesetzter war, und da gab es auch keine Probleme, so wie er immer sagte. Er hat deutlich hervorgehoben, dass er als Unteroffizier untergeordnete Mitarbeiter hatte, die er dann auch so als Schleifer behandelt hat, also jemand, der dann sozusagen für Zucht und Ordnung bei Untergeordneten gesorgt haben will. Also schon deutliche Züge eines prononciert narzisstischen Geltungsbedürfnisses. Es ist aber auch nicht ungewöhnlich, dass sie sich mit Menschen unterhalten, die schwere Straftaten begangen haben. Und wenn man sie bittet, sich selbst zu beschreiben, dann sagen sie, ich bin ausgesprochen freundlich, hilfsbereit, sozial eingestellt. Das verwundert mich nicht. Manchmal klafft eben Selbstbild und Realität dann doch auseinander. Freundlich, hilfsbereit, sozial eingestellt, kompetent, gesellig und so weiter, so beschreibt auch Olaf Däther sich selbst, als Nala Saime ihn im Auftrag des Gerichts psychiatrisch begutachtet. Und es gibt auch andere Leute, die ihn so oder so ähnlich sehen, bis er zum Serienmörder wird. Seinen zweiten Mord begeht Olaf Däther am 7. Juni 2001 hier in der Elbestraße in Bremerhaven-Geestemünde. Sein Opfer wird die 85-jährige Margarete Michaelis. Sie habe ihn sehr gemocht, erzählt Däther später vor Gericht. Als er morgens gegen 10 die Treppe im Haus Elbestraße 48 hinaufsteigt, passiert etwas, das später Zweifel am natürlichen Tod der schwerherzkranken Margarete Michaelis wecken wird. 2 Nachbarinnen sehen den auffallend großen, dicken Mann, als er Margarete Michaelis Wohnung betritt. Und das erzählen sie später auch der Polizei. Däther erzählt später, Margarete Michaelis habe freiwillig 850 Mark aus dem Wohnzimmer geholt, weil sie ihn ja so mochte und er sie darum gebeten habe.